Ich bin Ilse-Marie Sebrecht und erzähle Geschichten aus dem Kamishibai. Kamishibai ist japanisch und heißt wörtlich übersetzt Papiertheater. Kami, Papier, Shibai, Theater, Papiertheater. Vor vielen, vielen hundert Jahren kamen schon Geschichtenerzähler mit einem Kamishibai in die Städte und Dörfer. Das Kamishibai ist wohl das kleinste Theater der Welt. Es besteht nämlich nur aus einem Kasten oder einer Schachtel, die vorne geöffnet ist. Die Menschen hatten damals keine andere Unterhaltung. Es gab ja noch keine Kinos, keine Fernseher, keine Videos, Tablets, Smartphones. Alles, was ihr heute zur Unterhaltung habt, das gab es damals noch nicht. Und so warteten sie gespannt auf die Geschichtenerzähler. Die läuteten auf mit einer Glocke auf dem Marktplatz und dann kamen die Kinder, die Mamas, die Papas, die Onkel, die Tanten, die Omas, die Opas. Alle setzten sich um den Geschichtenerzähler herum und lauschten seinen Geschichten. Und wisst ihr was? So ein kleines Kamishibai, das zeige ich euch jetzt, wie ihr das selbst herstellen könnt. Es ist nämlich ganz einfach. Ihr benötigt einfach eine Schachtel, groß oder klein, wie auch immer. Ihr braucht ein Lineal, einen Stift und eine Schere, ein Messer oder einen Cutter. Wenn ihr ein Messer oder einen Cutter benutzt, dann lasst euch von einem Erwachsenen helfen, denn da könnt ihr euch unter Umständen verletzen. Wenn ich so eine Schachtel habe, messe ich von dem Rand etwa 1-2 cm, von oben, von unten und dann halte ich mein Lineal und ziehe mit dem Stift einen Strich. Ich ziehe ihn hier und ziehe ihn auch hier und auch mal hier unten. Ich nehme jetzt statt einer Schere einen Cutter, das ist so ein scharfes kleines Messer, und schneide hier oben an der Linie entlang. Wenn ihr eure Linien hier ausgeschnitten habt, oben, seitlich, unten, dann braucht ihr nur noch die Schachtel von oben zu öffnen, steckt eure Bilder von oben hinein und klappt das Kamishibai zur Seite auf. Wenn ihr jetzt eine andere Schachtel haben wollt und sie nach vorne öffnet, dann braucht ihr wieder eine Schachtel. Schneidet diesmal die beiden Längsseiten und oben auf, klappt die Schachtel wieder auf und öffnet sie nach vorne. Ist eure Geschichte etwas länger, dann macht es auch Spaß, mehrere Bilder hintereinander hineinzustellen. Zum Beispiel fangt ihr mit einem ganz einfachen Bild an, je nachdem, was für eine Geschichte ihr habt, und zieht es raus. Im zweiten Bild könnt ihr auch mal eine kleine Figur euch basteln und führt sie von oben in das Kamishibai ein und lasst es hier entlang laufen. Und glaubt mir, es macht nicht nur den Zuschauern Spaß, sondern es macht auch euch ganz viel Freude, eigene Geschichten zu erfinden. Oder ihr habt ein spannendes Buch gelesen und möchtet gerne daraus erzählen. Die Schachteln könnt ihr natürlich selbst bemalen oder bekleben, ja, wie es euch am besten gefällt. Und dann viel Spaß jetzt bei meiner Geschichte aus dem Kamishibai. Ich erzähle euch heute die Geschichte vom kleinen Herrn, der auf einer Insel in einem See eines Tages landete. Aber meine Geschichte beginnt nicht auf dieser Insel, sondern sie beginnt in England. Und in England, da sprechen ja die meisten Menschen Englisch. Und das klingt ungefähr so. Steht mal auf, macht mal mit. Clap, snap. Clap, snap. Ratatatatatatatam. We do it, we do it like a drum. And we listen. And we listen. And we say, hey, what's going on? And now
Sit down, sit down, sit down. Ach, der kleine Herr kommt wie jeden Morgen in sein Büro und denkt, oh. Er hängt seinen Hut an den Haken, stellt seinen Regenschirm in den Ständer. Kleine Herren tragen immer einen Regenschirm mit sich, auch wenn es mal nicht regnet. Und setzt sich an den Schreibtisch. Er nimmt seinen Stift in die Hand und beginnt zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, wie langweilig. Immer nur Zahlen, Zahlen. Unten auf der Straße hört man bereits den Verkehrslärm. Die Autobusse, die Fahrräder klingeln, die Motorräder rattern. Die Fußgänger stehen an der Ampel und warten, bis es grün wird. Der kleine Herr rollt mit seinem Bürostuhl ans Fenster. Er sieht hinaus. Und gerade in dem Moment, da fliegt eine Taube vorbei. Oh, denkt der kleine Herr, ach, fliegen müsste man können. Frei sein wie ein Vogel. Das wäre schön. Seufzend schließt er wieder sein Fenster und kehrt an seinen Schreibtisch zurück. Aber in dem Moment, oh Schreck, da hebt sich doch der Regenschirm aus seinem Ständer wie durch Zauberhand und er dreht ein paar Loopings unter der Decke, fliegt aufs Fensterbrett, bleibt stehen. So, als wollte er sagen, los, kleiner Herr, mach auf, ich will hinaus. Der kleine Herr, wie durch magische Hand angezogen, geht ans Fenster, öffnet es und kaum hat er es geöffnet, faltet sich der Regenschirm auseinander und der kleine Herr will ihn festhalten und sagt, halt, halt. Und aber weil er ihn nicht loslässt, fliegt er mit dem Regenschirm hinaus. Und der Schirm steigt höher und höher. Der kleine Herr hat furchtbare Angst. Tief unter sich sieht er die Stadt. Und er denkt, oh, wer hilft mir denn da? Und er ruft, help, help, Hilfe, Hilfe! Und die Menschen schauen nach oben und sagen, oh look, a man with an umbrella, he's flying. Aber, oh nein, helfen konnte dem kleinen Herrn niemand. Und so flog er weiter. Und mit einmal fand er es sogar ganz schön zu fliegen. Ach, er flog übers Meer. Und er flog über ganz hohe Berge, wo er noch nie gewesen ist. Und er sah unter sich die Städte und Dörfer und er sah Wiesen und Wälder. Und ganz in der Ferne tauchte plötzlich ein See auf. Und auf dem See war eine Insel und auf der Insel stand ein kleines, rundes Haus. Der Regenschirm senkte sich langsam hinab und landete geradewegs vor dem Haus. Der kleine Herr faltete ihn zusammen, sah sich um und klopfte an die Tür. Nichts war zu hören. Er klopft noch einmal. Wieder nichts. Da öffnet er ganz vorsichtig die Tür und tritt ein.
Wie erstaunte er, als er das runde Zimmer sah. Die Wände waren ja ganz rund und mitten in dem Zimmer stand ein großes, rundes Bett. Und der kleine Herr stand in der Mitte und rief, Hallo, Lolo! Hallo, ist da jemand? Und es kam wie ein Echo von den Wänden zurück. Hallo, Lolo, 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 Lolo. Da drehte sich der kleine Herr rundum um, wurde ganz klein wie ein Gummiball und hüpfte und sprang. Und weil er von der langen, langen Flugreise müde war, sprang er in sein Bett, deckte sich zu und schlief ein. Kleine Herren in runden Häusern, die träumen auch runde Träume. Aber am nächsten Tag haben sie alles vergessen. Habe ich mich erkältet? Nein, kleiner Herr. Das sind doch die Sonnenstrahlen, die dich an der Nase kitzeln. Da machte er die Augen auf. Wo bin ich denn? Wach ich oder träum ich? Und er zwickte sich in seinen Arm. Aua! Nein, ich träume nicht. Und plötzlich fiel ihm alles wieder ein. Wie er auf die Insel kam. Wie er gereist ist durch die halbe Welt. Und er sprang aus seinem Bett und dachte, mein Haus, meine Insel. Er nahm seinen Hut und trat hinaus. Und stellt euch vor, über Nacht war über den See eine silberne Klangbrücke entstanden. Er machte einen Schritt. Oh, dachte er, was ist das denn? Er machte noch einen Schritt. Wo kommt denn das her? Und er machte noch einen Schritt. Und diesmal machte er einen ganz lauten Schritt und legte sein Ohr auf die Brücke. Da entdeckte er, dass die Töne von der Brücke kamen. Wow, sagte er. Das ist ja eine Klangbrücke. Ich habe eine Klangbrücke. Und jetzt begann er große Sprünge zu machen und kleine Sprünge und viele Sprünge hin und her. Und er machte leise Sprünge und dann auch mal wieder richtig laute. Ja, und so tanzte er bis zum späten Abend voller Freude auf seiner Brücke. Dann wurde er müde und ging ganz langsam Schritt für Schritt wieder zurück in sein Haus. Und was er auf dieser Insel noch alles erlebte, das ist eine neue Geschichte.